Papiere und Zeitungen, bitte. Komme gleich, Frau Bundeskanzlerin. Meine Papiere, bitte. Herr Regierungsrat Gusch, es ist schon 6.30 Uhr. Was ist heute wieder los? Bist du verschlafen? Meine Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu unserem Theaterstück. Wir spielen für Sie zum ersten Mal im Sommer. Wie Sie sehen, sind wir gerade im Bundestag, in der deutschen Hauptstadt. Sie wissen natürlich, wie die deutsche Hauptstadt heißt, nicht? Wie heißt die Hauptstadt von Deutschland? Berlin. Natürlich korrekt. Berlin ist tatsächlich die Hauptstadt der Bundesrepublik. Ich bin Maria, die Erzählerin, aber Sie werden mich heute Abend auch in einer anderen Rolle sehen. Zurück zum täglichen Presseüberschau der Bundeskanzlerin Merkel. Guten Morgen, liebe Frau Kanzlerin. Hier habe ich Ihre Zeitungen und Ihren Kaffee. 2 Tellerfällchen Zucker. Zucker, der weiße Tod. SPD, die verdammten Sozialdemokraten, sie freuen sich schon auf ihr Tod. SPD, damn Social Democrats, they can't wait till she's dead. Ach, du lieber Gott, Umweltverschmutzung, globale Erwärmung, die Corona-Krise, kein Wunder, dass die Menschen, die diesen Dreck leben, traurig und depressiv werden. Wer schreibt sowas, ist unverantwortlich und unbeschämt. Aber die Pressefreiheit, Frau Bundeskanzlerin. Pressefreiheit? Ich zeige Ihnen Pressefreiheit. Diese Journalisten werden Beträge aus dem Gefängnis verfassen, Herr Regierungsrat. Und was ist diese verdammte Musik? Wer sind die Bundesländer? Der Musiker mietet hier einen Raum von uns. Wo du bist, wir müssen da Geld suchen, wo wir es finden können. Und die Journalisten können sie nichts in Gefängnis schicken, Frau Bundeskanzlerin. Wir sind ein freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Guten Morgen. Excuse me. I'm a renowned British musician with very limited German. This argument next door has just caught my attention. What are they talking about? Frau Bundeskanzlerin Merkel is sick of the negative narrative in the German press. She wishes to throw all the journalists who make German citizens depressed with their negativity in jail. But Herr Oberregierungsrat Gusch correctly points out that she cannot do that, because Germany is a democratic parliamentary republic. Right. Christus, danke. Gott schütze die Könige. Wir sollen, wir müssen unsere Narrativ unbedingt wechseln. Wir müssen unsere Bürger glücklicher machen. Jawohl, jawohl, aber wie? Ich erwarte von Ihnen keine vernünftige Lösung, Herr Oberregierungsrat. Wir müssen PR-Profis anstellen. Aber die deutschen PR-Firmen sind sehr teuer, Frau Bundeskanzlerin. Ich weiß, wir müssen jemanden im Ausland finden. Ausland? Ausland? Natalka Pszczynska und Alex Rutowicz. Die PR-Lösungen aus Konstancin Jeziorna. Billig, billig und professionell. Das ist heutzutage sehr wichtig. Nein! Germany is about to hire that crazy PR duet from Konstantin to solve their problems! Nein! Ja, worauf warten Sie denn, Herr Regierungsrat? Rufen Sie sie mal an. Natalka und Alex sitzen gemütlich im Park Strojowy, von dem Dom Kultury, trinken ihnen Kaffee und plötzlich
im Telefon. Guten Tag, gut hier. Darf ich mit Herrn Rutowicz oder Frau Szczyńska bitte sprechen? Vor Wahl Deutschland, wir werden reich. Bleibe ruhig, bleibe kalt. Ja, Rutowicz hier. Wie kann ich bitte helfen? Die Welt retten, die Deutschen sind traurig, Luftverschmutzung, mangelnde Sportinfrastruktur, Pandemie. Wir haben diese Sachen nicht, aber wir haben nur Hunger. Nein, in Konstantinopel wir haben keine von diesen Problemen. Wir haben sie bereits gelöst. Wir haben sie bereits gelöst. Ja, wir werden Ihnen ein Angebot machen. Bitte, holen Sie uns ab, Herr Oberregierungsrat. Ich schaue in den Kalender. Ja, morgen haben wir frei. So ein Wunder. Diese Konstantin Jezioda und Gura Kalvaria Kinder, die haben immer frei. Aber ich komme aus Wilanów, deswegen bin ich immer so beschäftigt. Mit dem Zug? Ja, wir haben Zug in Polen. Nach Berlin Hauptbahnhof. Bitte, holen Sie uns ab, Herr Oberregierungsrat. Danke. Mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem Schiff, mit dem Flugzeug, mit dem Rollerfahren. Die deutsche Sprache ist so einfach. Nur bitte nicht zu Fuß nach Berlin gehen. Es sind immerhin 570 Kilometer. Ah, guten Tag. Gut angekommen? Gut geschlafen? Sind Sie gut angekommen? Das ist eine Frage. Aber haben Sie gut geschlafen? Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, wunderbar. Die Berliner Luft ist herrlich. Natürlich, in Konstantin ist die Luft herrlicher. Ich meine die Nachtszene, das Nachtleben, die Freiheit. Entschuldige, meine Mitarbeiterin und ich. Wir haben die ganze Nacht an einem Vorschlag gearbeitet. Na und? Ich bin sehr gespannt. Unsere Situation ist äußerst schwierig hier. Die Menschen sind müde. Frau, wie ist Ihr Name? Szczyńska. Ja, und das ist mein Kollege Herr Rutowicz. Und was schlagen Sie vor? Aber bitte billig. Billig wird es nicht sein. Frau Bundeskanzlerin, wir haben eine gute Idee. Erstens müssen wir die Deutschen dazu überzeugen, dass sie etwas Positives in diese Welt gebracht haben. Was meinen Sie? Was mit dem Jan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Bastian Schweinsteiger, Dirk Nowitzki? Oder Audi und die bayerischen Motorenwerke. Herr Oberregierungsrat! Schluss mit dem Schwachsinn! Das ist alles Bezirksliga. Wir haben eine Hekatombe, ich meine Megabombe von der Bundeskanzlerin. Na was denn, Frau Szczyńska, wenn ich fragen darf? Etwas, worauf die Deutschen wirklich stolz sein werden. Diese zwei Polen gehen mir wirklich auf die Nerven. Nicht wahr, Herr Oberregierungsrat? Na, was denn zum Teufel? Die Beatles sind deutsch. Wer sind die Beatles? Soweit ich unterrichtet bin, kommen die vierer Jungs aus Liverpool, England? Komplett falsch, Frau Bundeskanzlerin. Habt ein wenig Respekt. Herr Oberregierungsrat, unterbrechen Sie nicht. Es habe es langsam satt. Meint Sie mich nicht, Frau Bundeskanzlerin? Was ist das Problem? Spielen wir nicht in einer Mannschaft, in einer deutschen Mannschaft? Doch, aber wir sind nicht lange auf derselben Wellenlänge, Herr Oberregierungsrat. Ich sagte euch, sie mag mich nicht. Thank you.
österreichische Musiker, der einen Raum in den Bundestag mietet. Jetzt geht es wirklich zur Sache. Also, mir gefällt die Idee, dass die Beatles deutsch sind. Mir gefällt diese Musik, aber das ist nicht wahr. Doch, es ist eine Version der Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit und sie hat keine Versionen. Zumindest nicht in Deutschland. Aber für die Grünen werden es nicht zu verstehen. Frau Bundeskanzlerin, Herr Oberregierungsrat, wir kehren jetzt nach Konstantin Jorna, um eine wissenschaftliche Umfrage, eine Recherche durchzuführen. Wenn wir damit fertig sind, kommen wir zurück und beginnen die Werbekampagne von unserem gemeinsamen Projekt. Okay, wir freuen sich schon darauf. Retten Sie bitte Deutschland, Herr Rutowicz, Frau Ścińska. Natalka und Alex are now back in Konstanz. They have assembled a panel of experts to determine whether making the Beatles German adds up scientifically. Ob die Sache wirklich Hand und Fuß hat. Ja, ruf bitte den ersten Experten. Herr Czempinski, kommen Sie rein, bitte. Was macht er nochmals? Er unterrichtet Geografie und spielt Fußball. Ach so, interessant. Fußball ist wichtig für die Deutschen. Ja, guten Tag, Herr Czempinski. Wir haben eine einfache Frage für Sie. Schießen Sie los! Nein, aus Sicht der Geografie. Wäre es überhaupt möglich, dass die Beatles deutsch sind? England und Deutschland liegen beide in Europa. Aber nicht in der Europäischen Union. Korrekt, leider. Und was meinen Sie? Es macht ja keinen Unterschied, ob ein Stück von England oder Deutschland heißt. Es ist ja ganz klar. Ja, wunderbar. Und jetzt verstehen Sie bitte hier. Ringo Sterner? Johannes Renno? Ach, diese Jugend heutzutage. Ich kann nur sagen. Ja, wunderbar. Unsere zweite Expertin. Frau Navrat, kommen Sie rein bitte. Was macht Sie nochmal? Sie unterrichtet Geologie und spricht dabei gut Deutsch. Ach so, interessant. Ja, guten Tag, Frau Navrat. Wir haben eine einfache Frage für Sie. Schließen Sie los. Nein. Aber Sie lernen Geologie. Wäre es überhaupt möglich, dass die Beatles deutsch sind? Auf alle Fälle, das ist doch klar. Sowohl die Deutschen als die Engländer sind Menschen. Die Menschheit besteht aus verschiedenen Gruppen. Die Deutschen, so wie die Beatles, haben zwei Beine, zwei Hände, sind freundlich und manchmal verloren. Ja, ich finde es überhaupt möglich. Frag diese Expertinnen und Experten aus Konstantin Jona. Sie wissen wirklich, worum sie reden. Bitte, unterzeichnen Sie bitte. Eine sehr schöne Initiative. Ich brauche keine Belohnung für meine Begutachtung. Viel Glück, meine Herrschaft. Okay. Ja, gut. Biologisch, geografisch ist alles zu rechtfertigen. Aber historisch, das ist äußerst schwierig sein. Es gibt nur einen Mann in unserer Gemeinde. Was ist das Problem? Wir möchten Sie fragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass die Beatles deutsch wären. Die Beatles. Ja. Sehr interessant. Die Beatles lebten in Hamburg praktisch. Permanent? Zwischen 1960 und 1962? Genau. Also waren Sie so gut Deutsch? Sie sind ein wahrer Experte. Danke. Wir brauchen noch Ihren Unterschied. Bitte sehr. Gern geschehen. Den Glück.
mit Ihr Unternehmen. Okay. Ja, gut. Jetzt haben wir alle Papiere, alle Unterlagen dabei. Gut gemacht, Alter. Der Zug nach Berlin fährt um 11 Uhr ab. Die Unterlagen von den beiden Fällen. Bitte. Guten Tag. Bitte. Und was braucht Bundeskanzlerin? Keine Zeitungen? Keine Kaffee? Heute nicht. Ich muss sicher gehen, dass die Bitte tatsächlich deutsch sein könnte. Ah, da sind Sie ja. Herr Rutowicz. Und Frau Czcińska, korrekt? Genau, Frau Bundeskanzlerin. Ach, es sieht gut aus, meine Herrschaften. Sehr glaubwürdige Experten. Matraschek, Czempiński, Nawrot. Nicht zu danken, Frau Bundeskanzlerin. Only one question remains, ladies and gentlemen. Who shall impersonate the German Beatles in the advertising campaign of Mr. Rutowicz and Ms. Czcińska? Do the two clever clocks from Konstantin have someone particular in mind? Okay. Jetzt brauchen wir nur vier Jungen, wie die Beatles aussehen, die Deutsch sprechen und die endständige Musiker sein. Haben wir welche? Herr Oberregierungsrat, Sie sagten, dass Deutschland derzeit sparen muss. Also. In der Tat, ja. Also, wir schlagen die Bahnbesetzung vor. Ich, George Lennon. John. J. O. M. H. Johann. Um Gottes Willen. Ja, Entschuldigung. Ich, Johannes Lennon. Natalka, Jörg Harrison. Also, wir bräuchten noch den zwei, nicht wahr, Lennon. Wir dachten, unsere Erzählerin Maria könnte Richard Starkey sein. Also, ich wohne in Royal Villanov. Das klingt Englisch. Ich spreche nicht wie der Gringo. Ich meine Ringo. Also, Ringo Stern. Sie sind sehr kreativ. Ich gratuliere. Drei werden genug sein. Mehr als genug. Das ist ja schließlich nur die deutsche Version. Ich nehme an, Sie sind Musiker. Sie können alle spielen, oder? Noch nicht. Also, wir bräuchten noch den vierten. Vielleicht dieser verrückte Musiker, der im Bundestag wohnt. Die Böse, der schwarze Vogel. Schwarze Vogel lebt und vorne, der Bohnen nur gehabt, die Zeug gepackt.
aber wir brauchen sie. Glauben Sie, dass Sie den Paul McCartney mit uns spielen könnten? Aber ich bin Paul McCartney. Ich heiße Paul McCartney. Geboren 1942 in Liverpool, England. Fast 80 Jahre alt. Mein Gott, Sie halten sich aber im Schuss. She's in shape, good Lord. I know. Right? Musik wirkt Wunder. Ja, meine Glücksbilder. Die Glückspilze, die höchste Stadtpreis des Deutschland. Sie sollen stolz sein, Herr Rypowicz. Und Frau? Szczyńska. Die Beatles. Entschuldigung, die Beatles. Wie fühlen Sie sich? Wohl, sehr wohl. Gut. Herr Rutowicz, Frau Szczyńska, Sie haben die Bundesrepublik gerettet. Danke. Ja, wunderbar. Ich werde mit uns nichts falsch machen, Herr Oberregierungsrat. Tak? Frau Merkel? Ach, der Geschichte-Expertenarzt aus Konstantin Jörn. Was machen Sie aber, wenn die Grünen im September die Wahlen gewinnen? Oder besser, die SPD? Nichts. Sie wird zurücktreten. Ja, es ist aus für mich. Die verdammten Grünen und die verdammten Sozialdemokraten. Aber wie fühlen Sie sich damit? Wohl. Ich fühle mich wohl. Sowohl Deutschland als auch Konstantin Jörner sind im Guten. In euren Händen. Mach etwas damit. Die Beatles. Lang leben! Die Beatles! Ich meine, die Beatles. Damen und Herren, this concludes our tonight's show. Thank you for your attention.
to book the Beatles for your wedding reception or Holy Communion of your niece or nephew, please contact Mr. Rutowicz and Ms. Szczyńska. They are now based permanently in Germany and operate all of their business activities from there. It won't be cheap, but it will be entertaining. Thank you, good night, and good luck.